Moin Leute, hier ist wieder TGW und wieder eine Mod-Vorstellung für euch. Ja, heute geht es um ein bisschen Trolling. Und ja, der Mod heißt Trolling Stuff Mod. Und alles, was der hinzufügt, habe ich hier schon im Inventar. Außer natürlich hier Erde und Feuerzeug, ne? Ist ja eigentlich logisch. Und zwar das erste, das ist dieses Living Web. Und das ist echt übel. Also da kann man richtig hart jemanden trollen. Und zwar setzt man das einfach irgendwo hin, wenn es dann anfangen würde. Dann würde es jetzt kommen. Ja, komm, mach hin. Weißt, was du zu tun hast, mein da jetzt. Genau. Und das lassen wir jetzt einfach eine Zeit so. Und dann zeige ich euch dann gleich, also dann gehen wir gleich nochmal dahin und gucken uns das Ganze nochmal an. So, dann tun wir das jetzt hier mal weg. Und das nächste, das ist der Troll Frame. Das ist einfach ein Glasblock. Nur, wenn man ihn hinsetzt, seht ihr, der stößt solche Partikel aus. Und wie man gerade auch sieht, verschwindet der einfach nach einer Zeit. Und zwar macht er das, ohne einen Block-Update zu machen. Also könnten wir hier jetzt Sand draufpacken. Und der fällt ja nur runter, wenn ein Block-Update gemacht wird. Und da der kein Block-Update macht, der Frame, fällt der Sand auch nicht runter. Also dann kann man Gravel und das Ganze kann man dann zum Schweben bringen. Und das habe ich hier auch schon vorbereitet. Hier ein bisschen Sand und der Amboss. Die schweben hier. Und dann, wenn man das soll, Multi. Also dieser Mod ist eigentlich nur für einen Multiplayer. Da kann man andere Leute, Freunde oder so, kann man damit schön trollen. Wenn ihr das dann so sehen, so, warum schwebt eigentlich dieser Sand hier? Das kann doch gar nicht sein. Genau. Diesen Sand kann man auch wieder runterfallen lassen. Also das kann man natürlich, indem man da ein Block-Update macht, indem man was da dran setzt oder es abbaut. Aber man kann das auch los. Also es fällt auch wieder runter durch den Buttforcer. Und zwar, wenn man den da irgendwie in die Nähe setzt, muss halt entweder so über Eck oder halt in der Entfernung von einem Block sein. Also wenn... Nein! Mann! Das sollte eigentlich noch nicht passieren. Also, kurzer Cut, dann tue ich das wieder dahin. So, ich habe jetzt hier nochmal die das Sand hier und so zum Schweben gebracht. Und jetzt können wir hier diesen Buttforcer mit einem Redstone-Signal bepowern. Und die Blöcke, meine ich, werden geupdatet und der Sand fällt so runter. Also ich finde es ehrlich gesagt eher unnötig, diesen Buttforcer. Denn man kann ja, wie gesagt, auch einfach einen Block setzen oder abbauen oder so. Ja, kommen wir nun nochmal hier zu dem, wie heißt das nochmal? Living Web, genau, sorry. Genau, ihr seht jetzt hier, das ist schon mächtig gewachsen. Also das ist halt so etwas, wenn man das da hinsetzt, verbreitet sich das so ziemlich unaufhaltsam. Verbreitet sich halt. Und das hier, das ist jetzt noch sau klein und wenig. Und zwar liegt das daran, weil ich das zwischendurch immer mal wieder wegmachen musste, während ich gewartet habe, bis diese dummen Glasblöcke wieder verschwunden sind. Und deshalb, ihr seht hier, wie schnell sich das verbreitet. Und das kann man, also das ist richtig mies, wenn man das jemandem ins Haus setzt oder so. Denn ich gehe jetzt mal in den Game Mode 0, da überleben. Und dann, wenn man das hier mit der Hand abbauen will hier, ja, dann viel Spaß. Also man muss jedes einzelne mit abbauen und guckt doch mal, wie lange das dauert. Und ja, dann ist das schneller wieder neu gewachsen, als man das mit der Hand abbauen kann. Und deshalb gibt es hier diesen Repair-Stuff.
Und damit kann man dann mit Rechtsklick kann man das einfach hier schön auf einen großen Radius alles entfernen. Und ich habe das mal so zu Testzwecken, habe ich das mal längere Zeit, das waren maximal 20 Minuten, habe ich das einfach mal wachsen lassen. Und ich blende euch hier mal Screenshots ein. Also ihr seht jetzt hier, wie das jetzt ohne aussieht. Und jetzt seht ihr, wie das aussieht, wenn das dann mal so 10, 20 Minuten, also nur 10, 20 Minuten gewachsen ist. Ja, ihr seht, das ist schon echt übel, ne? Und das in so kurzer Zeit. Und ich hatte dann echt Probleme, das wieder wegzubekommen, weil das ist so schnell nachgewachsen. Also es war schon echt übel. Also es ist so übel. Und dann waren da auch noch in so Höhlen, die ich nicht gesehen habe, war das dann immer noch und dann ist das irgendwann wieder da rausgewachsen gekommen und so. Also das ist schon ein Megatroll. Troll meine ich nicht. Warum Troll? Ne. Und vor allem braucht man für diesen Repair-Stuff ja auch einen Diamanten, ne? Und wenn man so, also ich stelle mir das so vor, dass man diesen Mod irgendwie auf dem Server mit einem Kumpel hat oder so installiert, ne? Und den dann da in so sein Haus so, ne? Ja, ihr wisst schon. Und ja, das ist schon übel, dieser Troll. Vor allem, wenn er dann auch nicht weiß, dass dieser Mod überhaupt installiert ist. Und jetzt gibt es noch die zwei letzten Items. Und zwar, das erste ist der Troll Firestuff. Also der Name sagt ja eigentlich schon, was der kann. Und zwar kann man damit so hier das Haus anzünden. Oder halt irgendwas, was aus Holz ist. Und ja, ich lasse das jetzt mal eine kurze Zeit brennen. Geht doch da raus jetzt, meine Güte. Und ja, das reicht mir eigentlich schon. Jetzt wieder mit dem Repair Stuff Rechtsklick. Und das Problem ist, dass manche Blöcke nicht wieder zurückkommen. Also das ist noch so ein kleiner Bug, weil der Mod ist recht neu. Und deshalb funktioniert das nicht so hundertprozentig. Und deshalb würde ich euch davon abraten, damit irgendwas anzuzünden, was ihr noch, also wo ihr so lange gebraucht habt, für das zu bauen oder so. Und was ihr nicht unbedingt zerstören wollt, aber einfach nur jemanden trollen und trollen. Warum sage ich eigentlich immer trollen? Egal. Jemanden trollen wollt, denn das ist dann ziemlich beschädigt. Aber, das tue ich jetzt mal weg. Dann gibt es noch das Troll TNT. Das setze ich jetzt hier mal. So. Außen auch noch schön. So. Und jetzt hier eins anzünden. Also es ist wie ganz normal das TNT. Und jetzt. Och, dieses Haus brauche ich nicht mehr. Ach, ist das schön. Es ist in die Luft gegangen. Ich liebe es. Warum kommen denn jetzt diese Blöcke hier wieder? Warum? Genau, und wenn wir jetzt hier Rechtsklick machen mit dem Troll, also mit diesem Stick hier, dem Repair Stuff, dann kehrt alles wieder in den vorherigen Zustand zurück. Und zwar 100. Also, naja, 99%, denn ihr seht hier, also die Treppen, die sind nicht unbedingt richtige, in der richtigen Richtung aufgestellt hier, ne? Also ihr seht, es gibt noch ein paar wenige Bugs von diesem Mod, in diesem Mod, aber ich finde die Idee einfach mal richtig Hammer. Und ich denke, dass dieser Mod wirklich gut werden könnte, wenn der dann mal, also wenn der noch, also wenn diese kleinen Bugs noch ra da raus ge ge gefixt werden, meine ich, also nicht, ja egal, gefixt halt,
Dann könnte das ein echt Hammer-Mod werden und mir fällt gerade auf, ich habe natürlich noch was vergessen, ne? Es gibt nämlich noch ein oder besser gesagt Tausende, ne, also nicht Tausende, aber sau viele halt, Teile. Und zwar, dieser Berg hier, der sieht doch einfach mal ganz normal aus, ne? Aber ich kann zaubern. Ich mache nämlich hier jetzt Klick und. Was ist das? Ein Diamantblock. Oh, cool, noch mehr Diamantblöcke. Oh, das ist ja Hammer, das ist ja Hammer. Überall Diamantblöcke, yay. Genau, und zwar ist das ein Weg, wie ihr eure Diamanten oder auch andere Blöcke einfach mal verstecken könnt vor anderen Spielern oder so. Und zwar ist das, hier gehe ich erstmal hier hin und ihr seht, das sind diese ganzen Teile. Und das sind sau viele Blöcke. Ich nehme jetzt hier nochmal Steine und da kann man dann hier einfach Rechtsklick auf den Block machen und es verschwindet. Da gibt es dann auch noch viele andere, hier zum Beispiel Fichtenholz. Achso, das ist ja schon mehr Fichtenholz oder orangefarbene Wolle. Oder dann auch Endstein, alles Mögliche halt. Und mit einem Linksklick, also wo der das eigentlich zerstört würde, erscheint dann aber wieder dieser Block, der da vorher war. Warte, ich guck gerade mal. Ja, warum eigentlich schon wieder Watte? Ey, Watte, ey. Ich guck gerade mal, wie das im Überlebensmodus ist. Mal gucken, ob das mit der Hand geht. Wenn nicht, hole ich mir noch schnell eine Spitzhacke oder so. Ja, also egal womit man das abbaut, ich hole mir jetzt noch schnell eine Spitzhacke. Genau, einfach als ob man den Block abbaut. Aber anstatt dass dann dieser Block droppt, kommen dann einfach mal Diablöcke. Ist das nicht Hammer? Genau. Oh, was mache ich eigentlich? Schon wieder, ey, nee, das gibt's nicht. So. Nee, überleben. Ich doch. Ja. Dann war es das jetzt aber wirklich von dieser Mod. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer neue Mods in die Kommentare, damit ich wieder neue Mods habe, die ich euch vorstellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ich muss weg, ich muss weg, 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 Autsch! Au, au, au! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich lebe immer noch! Ah, oh, kannst du nicht etwas tiefer reden? Ah!